96.6 liest. Sex ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig, ob jetzt im Kino, der Literatur oder der Kunst. Sex ist ein Thema, das über die Jahrtausende hinweg immer wieder aufgegriffen wird und auch verschieden verarbeitet. Aber haben Sie schon mal einen Comic über Sex gelesen? Unser Comic-Experte Moritz Lünenborg, der hat mir vor der Sendung genauso einen Comic in die Hand gedrückt und jetzt kann ich einen Sex-Comic lesen, auch endlich von meiner Bucketlist streichen. So, danke dir, Moritz. Der sitzt jetzt bei mir im Studio und wir wollen gemeinsam über den Comic sprechen. Moin, hallo. Moritz. Sophie, schön, dass du den auch gelesen hast. Jetzt sind wir auf derselben Ebene, was jetzt hier alles angeht. Wir sprechen über die neue Ausgabe vom Spring-Magazin. Was kann man dazu noch so sagen? Was ist wichtig vorher zu wissen, Moritz? Also genau, du hast es ja schon mal erwähnt, diese Ausgabe beschäftigt sich geht rund um das Thema Sex. Und jetzt nochmal eine kurze Info zum Spring-Magazin an sich. Das wird jedes Jahr einmal vom Spring-Kollektiv herausgegeben. Und das Spring-Kollektiv, das ist eben ein internationales Kollektiv von Zeichnerinnen. Genau, das ist die Besonderheit. Es sind auch nur 13 Frauen, die haben das neue Magazin über Sex herausgegeben. Moritz, würdest du sagen, das ist jetzt ein Illustrationsband oder doch eher ein Comic? Das ist kompliziert. Das ist irgendwo dazwischen. Also ich würde es jetzt einfach der Einfachheit halber mal hier jetzt heute Comic sagen und vom Comic sprechen. Du bist ja auch der Comic-Experte. Das wäre verwirrend, wenn jetzt der Illustrationsband kommt. Illustration bin ich fast ein bisschen überfragt. Aber was ich dich gerne mal fragen würde, ist, was gefällt dir denn richtig gut an diesem Spring-Magazin über Sex eben? Das sind ja verschiedene Comics. Also es ist nicht ein großer, sondern kleinteilig. Und am besten hat mir der Overflow-Comic gefallen, weil sich der mit der weiblichen Ejakulation beschäftigt, was ja immer noch in der Gesellschaft ein großes Tabuthema ist. Also es wird halt nicht drüber gesprochen und oft wird halt auch irgendwie gesagt, so, die gibt's nicht, also Frauen können nicht ejakulieren und ich muss auch sagen, ich finde es echt sympathisch, dass da so viele Vulven abgebildet werden. Ja, das ist echt gut und auch hier in diesem Overflow, in dieser Overflow-Geschichte sieht ja fast aus, als wenn die Frau halt in einem Boot fährt, in einem Meer und das Boot sieht aus wie eine Vulva. Das ist schon grafisch sehr, sehr gut gemacht hier. Ich finde auch den weiblichen Orgasmus dadurch sehr schön dargestellt, weil die Wellen türmen sich von Bild zu Bild auf und es ist ein Strom und am Ende hat man dann das Bild, wie die Frau auf dem Bett liegt und ejakuliert hat. Also mir hat auch super gut gefallen der große Mixmax der sexuellen Identitäten. Da werden so ganz viele verschiedene Sexualitäten dargestellt irgendwie und die sind so ein bisschen absurd teilweise und auch spleenig, ja, aber total wertfrei dargestellt und auch wieder grafisch ist das super umgesetzt. Da muss ich aber auch sagen, da fand ich gut, dass es halt zum Ausschneiden ist. Man könnte seinen eigenen Sexualitätsidentitäten-Mixmax erstellen. Das ist eine schöne Idee. Das ist echt eine schöne Idee. Und man muss sagen, das Grafische ist echt die große Stärke an diesem Band. Also 13 verschiedene Zeichnerinnen, das merkt man. Das ist alles total unterschiedlich irgendwie. Aber ich muss schon sagen, dieses Rosa, Pink, Magenta, alles, 250 Seiten in rosa, pink, magenta, irgendwie, das ist mir irgendwann ein bisschen auf die Nerven gekommen. Ist schon anstrengend. Was ich grafisch auch ganz schön fand, war der Comic Jungfräulicher Freak, denn da wurde so mit Zeichenstil gearbeitet, aber auch so mit Fotoelementen aus Zeitungen wie ausgeschnitten. Und halt inhaltlich fand ich ihn auch interessant, weil es sich damit auseinandersetzt, wie Jugendliche und junge Menschen Sexualität entdecken, was ja worüber häufig auch gar nicht gesprochen wird, sodass man sich so die Sexheftchen und die Pornoheftchen der Eltern unterm Bett vorkramt. Das wird ja genau da thematisiert und dann halt auch so die Ängste, so da hat die Autorin drinne geschrieben, die Zeichnerin so, ich habe Angst, dass der Penis nicht in meine Vagina passt. So, das sind halt so Ängste, die wurden glaube ich noch nie wirklich richtig ausgesprochen, sodass man da mal drüber spricht. Das ist auf jeden Fall auch eine Stärke. Also es gibt echt spannende Geschichten drin und grafisch ist das auch super ansprechend gemacht, aber was gefällt dir denn nicht so gut am Comic? Was gibt es da auch Schwächen? Ja, ich glaube, ich habe sogar ein paar viele gefunden, um das nett auszudrücken. Zum Beispiel der Comic Gendering Gustavito. Da geht es so darum, wie eine Frau reflektiert, was für Rollenbilder in der Gesellschaft sind und dass sie irgendwie ihren Kindern das nicht zuschreiben will, dass Mädchen mit Barbies spielen und Jungs mit Autos, wo ich mir denke, komm im 21. Jahrhundert an. Also finde einen neuen Dreh. Dieses Thema wird seit 10 Jahren in der feministischen Debatte diskutiert. Das ist absolut nichts Neues. Und das wäre, glaube ich, auch mein großer Kritikpunkt an diesem ganzen Comic. Es ist feministisch nicht auf dem aktuellsten Stand. Da gibt es viel weitere Debatten. Und es ist für Leute, sage ich mal, wie dich und mich, die sich viel mit Feminismus und auch mit den ganzen Debatten dahinter beschäftigen, nicht viel Neues. Ich glaube, da ging es ja auch ähnlich, Moritz. Ja, genau. Also ich hätte da jetzt als Beispiel würde ich den Comic Gender Traffic
Grafik anführen, der halt also auch wieder einfach in einem witzigen Stil gehalten ist und auch so an sich ganz gut ist, aber die Idee ist halt irgendwie nicht neu. Also da geht es darum eben, dass die Geschlechterrollen vertauscht sind, dass es dann eben ein Mann ist, der von Bauarbeiterinnen irgendwie sexuell belästigt wird und auch bei seinem Date total übergriffig behandelt wird. Und das ist neckisch und witzig und es zeigt auch irgendwie Probleme auf, aber es ist keine wirklich neue Idee. Ich hätte es spannender gefunden, wenn man da irgendwie beleuchtet hat, wie können zum Beispiel auch Männer sexuell belästigt werden. So. Genau, die haben ja eine ganz eigene Art und Weise, sexuell belästigt zu werden, was halt auch ein Thema ist, was gerne totgeschwiegen wird. Und das sind also wirklich spannende, wichtige feministische Themen, aber die werden einem hier so ein bisschen mit einem Holzhammer irgendwie beigebracht. Das finde ich eine schöne Beschreibung. Also ich glaube, das trifft es ganz gut. Das trifft den Nagel auf den Kopf, um bei der Hammer-Metapher zu bleiben. In der Beschreibung steht auch, dass der Band sich generationsübergreifend mit weiblicher Sexualität auseinandersetzt. Da muss ich auch sagen, da habe ich den Eindruck, es passiert überhaupt nicht. Wie geht's dir da? Also es ist interessant, es werden auch verschiedene, also es sind auch sehr alte Menschen im Comic, sehr junge Menschen irgendwie, also da hat man schon verschiedene Generationen und ich glaube auch die Zeichnerinnen kommen aus verschiedenen Generationen, aber naja, dass da jetzt die ganz großen Fragen irgendwie gestellt werden und beantwortet werden, da hatte ich nicht das Gefühl. Ja, Sexualität ist ja auch in dem Sinne nur thematisiert durch die Ejakulation, fand ich. Und da, wie man als Jugendliche Sexualität erfährt und entdeckt, der Rest Genderrollen sind für mich schon wieder gar nicht, haben nichts mit Sexualität zu tun. Man hatte noch diesen einen Comic, diesen Adult Corner, der wirklich ganz ohne Text auskam, wo eben nur Sex an sich gezeigt wurde. Der war grafisch spannend, aber so inhaltlich so richtig kam da nicht viel rüber. Die große Frage bei mir für diesen Comicband ist einfach, für wen ist der gemacht? Wer soll das lesen? Schwierige Frage, Tatsache, weil ich glaube, sobald Leute über ein gewisses Maß an Vorwissen verfügen, über wie weit man sexuell aufgeklärt sein kann, sind die raus, so, die lernen nichts aus diesem Comic. Für mich ist es halt, was dieser Comic beinhaltet, Mainstream-Feminismus, um es so zu formulieren. Also man versucht ein bisschen aufzuklären, aber man eckt irgendwie nicht richtig an mit steilen Thesen und vielleicht will man damit die Berührungsangst nehmen, aber ich finde, da schreckt auch schon das Cover einfach ab. Also wenn man sich gar nicht mit Thema und Sex auch nur noch so tabuisiert, würdest du da zu diesem Comicband greifen? Wahrscheinlich nicht. Da würde ich mich wahrscheinlich gar nicht trauen, den auf die Kasse zu legen. Ist auch nicht konsequent genug. Also ich glaube, manche Gedanken hätten konsequenter weitergeführt werden müssen. Und der Feminismus braucht kritischere Schriften. Das Problem bei diesem Band ist, dass er wahrscheinlich auch niemanden außerhalb einer Blase interessiert. Also was ich eben gut daran finde, ist, dass es diese Stimme gibt vom Spring-Kollektiv, weil gerade die Mainstream-Comics in Deutschland irgendwie ziemlich oft unreflektiert sind und auch ein bisschen problematisch ganz oft sind, was Sexismus angeht und auch ein bisschen irgendwie eine Männerdomäne. Also viele Comics werden einfach noch immer von Männern gemacht. Ja, ich will doch gar nicht dieses Kollektiv dahinter kritisieren, weil ich es gut finde, dass Frauen sich in Verbänden wiederfinden, um gemeinsame Sache zu machen. Ich finde halt, die Umsetzung hat halt nicht so gut funktioniert. Kann es vielleicht daran liegen, Moritz, du beschäftigst dich ja schon viel länger als ich mit Comics und viel intensiver, dass der deutsche Comic noch gar nicht so weit ist, sich mit solchen Thematiken auseinanderzusetzen? Ja, also es gibt da so ein paar Beispiele, zum Beispiel an Uli Lust würde ich da jetzt denken, Max und Moritz Preisträgerin, und die schafft es irgendwie mit großer Leichtigkeit über Sexualität, aber auch irgendwie über Sexismus und Geschlechterrollen zu schreiben, und das ist da irgendwie sehr subtil und in eine Geschichte eingebettet so, und ja, und nicht so mit dem Holzhammer wie hier. Und dann auf der anderen Seite halt Liv Strömquist, das ist keine deutsche Autorin, sondern eine Schwedin, aber ihre Bände sind sehr erfolgreich hier in Deutschland, und wenn man dann so einen Einstieg irgendwie in eine feministische Theorie haben möchte über einen Comic, dann würde ich eher sagen, dass Liv Strömquist da der bessere Einstieg ist. Auf jeden Fall. Also obwohl ich sagen muss, ich finde die grafisch nicht so schön. Also da finde ich das Spring-Magazin grafisch ansprechender als die Liv Strömquist. Gut, Moritz, darüber könnten wir jetzt streiten. Ich finde nämlich, Liv Strömquist hat grafisch das sehr gut umgesetzt, aber das schieben wir mal weiter. Das machen wir dann, wenn ich dann Feierabend um 12 habe, dann können wir darüber diskutieren. Denn hier soll es nochmal kurz um Spring-Magazin gehen zum Thema Sex. Wie ist jetzt dein abschließendes Fazit, Moritz? Also ich muss schon sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir relativ viel davon erwartet. Ich habe mich auch total gefreut, als irgendwie rauskam, dass das neue Magazin jetzt erscheint. Und es ist ein schöner Band geworden. Also
grafisch und auch vom Material und so ist das sehr ansprechend, aber so richtig überzeugt hat es mich nicht. Was sagst denn du? Also ich fand es ganz spannend. Wir haben uns ja vorher, bevor ich es gelesen habe, kurz unterhalten, wo du meintest, so, du weißt nicht so richtig, wo der Band hin soll und was es ist. Und dann bin ich natürlich hellhörig geworden und war total gespannt, wie es umgesetzt wurde. Und ich muss sagen, ich würde, glaube ich, die Enttäuschung teilen, weil ich habe nichts Neues aus diesem Comic mitgenommen. Also ich beschäftige mich halt auch sehr viel so mit feministischer Theorie. Das heißt, was Neues zu erfahren sind dann meistens eh die Debattenkultur. Aber ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, weiter weg zum Mainstream-Feminismus und mehr Kanten zeigen. Tja, na gut, das neue Spring-Magazin. Aber ich würde sagen, wir überlassen es den ZuhörerInnen selber, ob sie den Comic sich anschauen wollen oder nicht. Der ist nämlich im Mayrisch Verlag erschienen und ab heute erhältlich. Das Illustrationsmagazin hat 250 knallpinke Seiten und kostet 24 Euro. Mephisto 97.6 liest.